Ich habe mir heute etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Nämlich möchte ich mit dir ein Quiz machen, bei dem du natürlich auch etwas lernen kannst. Ich habe dieses Quiz schon vielen Schülern von mir gegeben, auch guten Golfern und auch Profigolfern, und noch nie konnte jemand alle Fragen richtig beantworten. Lass mich bitte wissen unten in den Kommentaren, wenn du fertig bist, wie viele Fragen du richtig beantworten konntest und welches Thema dich am meisten davon interessiert hat. Kommen wir zur ersten Frage. Ein Driver wird in einen Golfroboter eingespannt. Dieser Roboter kann den Schläger perfekt mit einer Null-Schwungbahn schwingen und die Schlagfläche ganz gerade zum Ball bringen. Nun verschiebe ich das Tee so, dass der Ball etwas mehr auf der Spitze des Schlägerkopfes getroffen wird. Welcher Ballflug ist höchstwahrscheinlich zu erwarten? A. Der Ball fliegt trotzdem gerade weiter. B. Der Ball startet nach rechts und kurvt weiter nach rechts. C. Der Ball startet nach rechts und beginnt nach links zu kurven. Oder D. Der Ball startet rechts und bleibt rechts gerade. Welche Antwort ist richtig? Die richtige Antwort ist C. Der Ball startet nach rechts und wird nach links kurven. Warum ist das so? Das ist aufgrund des sogenannten Zahnradeffekts. Was passiert hier? Durch den Off-Center-Hit wird die Schlagfläche im Impact-Intervall geöffnet, der Ball beginnt nach rechts zu starten und bekommt auch durch diese abrupte Öffnung auch einen Gegendrall nach links. Man nennt das den Zahnradeffekt. Man kann sich das vorstellen wie so Zahnräder, die so ineinander so hineingewoben sind hier. Und das Gleiche passiert hier auch in der Kollision. Der Schläger öffnet, der Ball kurvt nach links. Richtige Antwort C. Ball startet rechts, kurvt nach links. Übrigens ist das auch ein Hauptgrund, warum viele Hobbygolfer einen Slice-Man-Driver haben. Und zwar nämlich genau der umgekehrte Effekt hier. Sie treffen den Ball auf der Innenseite, jetzt nicht auf der Spitze, sondern auf der Innenseite. Der Schläger geht zu, der Ball bekommt einen Gegeneffekt und der Ball beginnt zu slicen. Und das ergibt einen sehr, sehr schwachen Schlag. Und das wäre etwas, was man unbedingt kontrollieren sollte, wenn man Probleme hat mit dem Slice-Man-Driver. Kommen wir zur nächsten Frage. Wo haben die Golfprofis in der Regel ihre höchste Handgeschwindigkeit? Also wo sind die Hände im Golfschwung am schnellsten? Ist das A. Genau im Treffmoment hier sind die Hände am schnellsten bei den Profis. B. Die Hände sind am schnellsten kurz vor dem Treffmoment, also ungefähr hier gegenüber vom rechten Oberschenkel. Oder C. Die Hände sind hier, wenn der Schaft vertikal ist, zum Boden im Abschwung, hier sind die Hände am schnellsten. Die richtige Antwort ist C. Die Handgeschwindigkeit ist bei den meisten Golfprofis ungefähr hier, wenn der Schläger hier vertikal zum Boden ist. Das heißt, sie beginnen nicht erst hier unten die Hände zu beschleunigen, sondern schon sehr früh im Schwung. Ich habe da über das Thema vor kurzem ein Video gemacht. Hier oben kannst du das noch einmal ansehen, beziehungsweise habe ich auch das Video unten in der Beschreibung verlinkt. Die nächste Frage ist, wo ist beim Putten die höchste Schlägerkopfgeschwindigkeit in der Regel? A. Ziemlich genau im Treffmoment. B. Vor dem Treffmoment. C. Nach dem Treffmoment. Oder D, genau im Übergang ist die höchste Geschwindigkeit. Na, weißt du's? Die richtige Antwort ist A, ziemlich genau im Treffmoment sollte die höchste Geschwindigkeit sein, damit man auch eine gute Distanzkontrolle hat. Wäre zum Beispiel die Geschwindigkeit erst nach dem Ball hoch, ist das etwas, was sehr, sehr schlecht ist, was zu unkonstanten Ergebnissen führt. Zu diesem Thema habe ich auch vor kurzem ein Video gemacht, hier oben in der Infokarte. Findest du dieses Video darüber, beziehungsweise auch unten in der Beschreibung. Die nächste Frage betrifft die Pitchschläge. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, wo auf der Schlagfläche die Profigolfer in der Regel ihre Pitchschläge treffen. Ist es A, genau in der Mitte im Sweet Spot, B, leicht oberhalb des Sweet Spots, oder C, treffen Sie die Bälle vielleicht sogar leicht unterhalb des Sweet Spots? Was glaubst du, A, B oder C? Die richtige Antwort ist C.
Sie treffen den Ball leicht unterhalb des Sweet Spots. Warum ist das so? Wenn Sie den Ball unterhalb des Sweet Spots treffen, startet der Ball flacher und hat auch etwas mehr Rückwärtsstrahl. Warum passiert das? Das passiert durch den sogenannten vertikalen Gear-Effekt. Vorher beim Driver hatten wir den horizontalen Gear-Effekt, jetzt haben wir den vertikalen Gear-Effekt. Wenn man einen Ball unten trifft, beginnt sich der Schläger etwas nach unten zu wölben und man bekommt dann wieder diese Verdrehung hier mit den Zahnrädern und das erzeugt Backspin. Und das ist eine sehr, sehr beliebte Art von den Profis, dass sie gute, knackige Pitch mit viel Spin schlagen. So, die nächste Frage ist eine Golftechnikfrage. Und zwar würde ich ganz gerne wissen von dir, was der linke Ellbogen bei den meisten Profigolfern im Treffmoment und kurz nach dem Treffmoment macht. Ist es A, der linke Ellbogen ist immer gerade, geht ganz gerade durch den Ball durch. B, der Ellbogen ist leicht gebeugt und bewegt sich in Richtung einer Streckbewegung, kommt aber nie in eine komplette Streckung hinein. C, der Ellbogen ist leicht gebeugt in der Treffmomentzone und ist danach ganz gestreckt. Oder ist es Antwort D, der Ellbogen kommt gestreckt in den Treffmoment hinein und beugt danach. A, B, C oder D. Die richtige Antwort ist B, der linke Arm kommt leicht gebeugt in den Treffmoment hinein, befindet sich in einem Streckungsprozess, aber wird nie ganz gestreckt sein. Allerdings muss ich sagen, dass die meisten Hobbygolfer mit der Idee von gebeugt aufgestreckt sehr gut fahren. Die Antwort kommt deswegen zustande aus den 3D-Messungen, die ich kenne. Da weiß man eben, dass der linke Arm technisch nie komplett gestreckt ist im Golfschwung. Aber wichtig, dass du, was du jetzt hier mitnehmen solltest, ist, dass du von einer Beugung Richtung einer Streckung gehen solltest. Kommen wir zur nächsten Frage. Du machst einen Schlag hier, der Ball fliegt weg und es kommt auf einmal ganz, ganz viel Gegenwind. Was passiert jetzt mit dem Rückwärtsstrahl des Balls? Wird dieser vom Wind A mehr Rückwärtsstrahl, wenn man gegen den Wind schlägt? Ist es B, der Ball bekommt durch den Wind weniger Rückwärtsstrahl? Oder C, der Rückwärtsstrahl verändert sich nicht? Kommen wir zur richtigen Antwort. Die meisten glauben, es ist Antwort A, dass es mehr Backspin gibt. Aber nein, die richtige Antwort ist tatsächlich C, der Backspin verändert sich nicht. Man sieht zwar, wenn man gegen den Wind schlägt, dass der Ball so aufsteigt und so richtig abstürzt, aber der Backspin selber, der verändert sich nicht. Also richtige Antwort C. Jetzt kommt eine sehr, sehr interessante Frage. Und zwar betrifft es den PGA-Tour-Spieler Jason Day. Der war ja mal vor ein paar Jahren Nummer 1 der Welt. Und ich würde gerne von dir wissen, als er die Nummer 1 der Welt war, wie weit hat er gestreut von am weitesten links nach am weitesten rechts? Also da war mit der Fairway am weitesten links, weitesten rechts die Gesamtstrecke hier. Bei 95% seiner Schlägen. Deswegen 95%, weil 5%, ja, schlechte Schläge macht jeder Golfer, aber bei 95% seiner Schläge, in welchem Bereich waren die von links nach rechts? Waren das 25 Meter? Waren das 45 Meter? Hat er insgesamt 60 Meter gestreut? Oder waren es sogar 70 Meter? Wie viele Meter hat Jason Day von links nach rechts gestreut? Die richtige Antwort ist D. Jason Day hat tatsächlich 70 Meter gebraucht zum Streuen. Das heißt, 35 Meter links von seinem Ziel, 35 Meter rechts von seinem Ziel. So kann man sich das circa vorstellen. Das ist übrigens eine ganz normale Zahl bei den Weltklasse-Spielern, die den Ball ungefähr so weit schlagen wie Jason Day. Ich sage immer, wenn ein Hobbygolfer im Bereich von plus minus 30 Meter streuen kann, ist er schon bereits sehr, sehr gut. Du darfst aber nicht vergessen, natürlich Hobbygolfer schlagen den Ball nicht so weit wie Jason Day. So, jetzt noch eine Frage von der PGA Tour. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, der durchschnittliche Golfpro auf der PGA Tour im Jahr 2014, daher kommen diese Zahlen, hat in der Distanz 90 bis 115 Meter, 90 bis 115 Meter, wie viele Grüns in Regulation getroffen? Also in der Distanz von 90 bis 115 Meter, wie viele Grüns hat der in Regulation getroffen? Waren das A, 99%, B,
trifft er 92%, C 85% oder war es D sogar nur 75%? A, B, C oder D, wie viele Grüns hat dieser Spieler getroffen? Bevor ich dir aber jetzt die richtige Antwort gebe, möchte ich dich auf meinen Online-Kurs Bausek Golf Essentials hinweisen. Dieser Kurs beinhaltet alles Wichtige, was du über den Golfschwung wissen musst, eine Menge Übungen und ist auch perfekt für den Winter geeignet, also jetzt als Wintertraining. Und in der Beschreibung findest du noch mehrere Informationen dazu und er ist auch perfekt als Weihnachtsgeschenk geeignet. Kleiner Tipp. Die richtige Antwort ist D. Nur 75% der Grüns aus 100 Meter trifft dieser durchschnittliche PGA-Tour-Spieler. Also, wenn du das nächste Mal aus 100 Meter einen Grün verfehlst, brauchst du dich auch nicht schlecht fühlen. Du kannst dir denken, jedes vierte Mal schafft das der Profigolfer auch nicht. Jetzt würde ich dich noch bitten, dass du noch dieses interessante Video ansiehst. Da geht es ums Putten und die Geschwindigkeitskontrolle. Und das eignet sich natürlich jetzt perfekt für den Winter, jetzt beim Training auf der Matte. Ich wünsche dir frohe Weihnachten. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.